Grüß dich wohl und herzlich willkommen zu unserer zweiten Show von der JR. So, und was haben wir denn Neues, so, Jesse? Neues für unsere lieben Zuschauer haben wir, nämlich, dass wir Patreon eingerichtet haben. Und was Patreon ist, erklärt jetzt noch schnell der Effu. Also Patreon ist eine Plattform, wo ihr uns abonnieren könnt und dann einen monatlichen Betrag spenden und dafür gibt es dann ein kleines Zuckerli für euch. Machen wir denn heute so? Heute haben wir jedes Mal einen ganz speziellen Gast. Nein, heute wird es vor allem etwas, und zwar, es wird extrem hässig, würde ich sagen. Definitiv. Oder? Also, haben die Ohren zu, wo es wird laut und somit viel Spass mit dem Intro. So, unser heutiger Gast ist Singer-Songwriter, Produzent RSZ Zürich und Schlagzeuger bei Anger in Defeat. Wir heißen willkommen der Simon Bosshard. Yay! Hey! Merci vielmals, bist du gekommen? Ja, gern. Ich bin gern da. Was hat dich so daher gefühlt? Anruf vom Raffu. Und ja, ich war jetzt in Zürich, hatte ich vorher noch gesehen, gehabt, per Zufall. Ja. Und dann hat mir der Raffu von diesem neuen Projekt erzählt. Dann habe ich gedacht, ja, passt, weil wir sind mit der Band am Sachen machen. Und was seid ihr denn machen zu euch? Wenn du sagst, neue Sachen, kann man etwas Neues erwarten von euch? Ja, wir sind eben an der SA, wo der Jesse studiert, sind wir aufnehmen. Wir haben eine Night Session gemacht, die ganze Nacht durch aufgenommen. Oh, und nachher ja, wird das jetzt unsere neue Single. Okay. Ihr habt ja letztes Jahr schon ein Album rausgegeben. Ihr bringt jetzt eine neue Single raus. Wird das neues Album kommen? Nochmal? Das Album ist sicher irgendwann noch okay. Am Start, aber es ist jetzt noch nicht in Planung. Wir denken eben, jetzt holen wir mal eine Single raus. Ja, sicher. Weil ja, wir haben eigentlich genug Songs, wir haben auch eine Demo. Aber es muss jetzt alles mal noch professionell aufgenommen werden. Nice. Und du bist ja nicht nur Schlagzeuger, du bist ja Singer-Songwriter unter anderem bei Audax. Genau, ja, das ist doch ein bisschen wie mein eigenes. Wie kommt es dazu? Wo fühlst du dich wohler? So? Lieber singen und Gitarre spielen oder Schlagzeug spielen oder Produzent irgendwie? Da muss man schon sagen, Schlagzeug spielen ist halt schon eigentlich das beste Instrument. Ja, das heißt, ja. Yes. Also, ja, also ich bin da schon der Schlagzeuger natürlich, seit ich liebe, spiele Schlagzeug. Und das andere Projekt war eigentlich mehr so etwas für so etwas ausserhalb der Komfortzone. Okay. Eben das mit dem Singen so ist am Anfang. Kriegen die Erfahrungen so? Ja, genau. Einfach, ja, also, ich habe irgendwann mal von Gitarre spielen noch. Das ist sozusagen ein mein zweites Instrument, aber eigentlich bin ich schon Drummer. Voll. Okay. Genau. Und ich glaube, das merkt man auch so ein im Songwriting. Und so. Ja, definitiv. Ich glaube, ja. Wenn man sich einmal als Drummer identifiziert, bringt man das nicht mehr weg. Ja, ja, voll. Es ist so fast ein Ego-Spiel. Ja. Ja, weil einfach ja. Drum ist halt einfach das Geilste. Schon, ja. Das ist halt das Problem, ich bin ein bisschen runterzahlt, oder? Mit zwei Schlagzeuger. Ja, dafür bist du doppelt so breit. Dafür bin ich doppelt so breit. aus der Komfortzone raus finde ich sehr gut. Hast du das Gefühl, dass du wirst auch noch weiterziehen oder hast du so wie können sagen, so, das ist wahrscheinlich nichts für mich? Nein, unbedingt. Also, ich bin echt so ein bisschen auf der Suche nach dem Unbekannten, sozusagen. Und ich denke, so entstehen neue Sachen. Ich werde sicher selber auch weiter Musik machen und Songs schreiben. Aber jetzt momentan spiele ich zwei Bands und mit beiden bin ich mega motiviert, um Sachen umzusetzen, auch jetzt als Produzent und Autoingenieur und die Ausbildung machen. Sehr cool, sehr cool. Kommen wir wieder zurück auf die Band. Wo würdest du selber so sagen, wo ihr euch stilistisch platziert?
Ja, schon Death Metal. Death Metal. Das ist ein schwieriges Thema. Wir machen alle möglichen, also wir haben unterschiedliche Einflüsse. Aber es ist halt einfach hässige Musik, so wie du vorhin hast gesagt. Sehr sympathisch. Ich weiss, ich sehe nicht aus wie ein Death Metal. Ich sehe aus so wie ein Cloud Trap Rapper. Okay. ja, hat er mich ja, was mich noch wundernimmt, ist so, wo das dann auch ein bisschen orientiert. Jetzt gibt Death Metal, sagen wir mal, schon OSCN, wo es relativ viel Inhalt gibt. Wie probiert ihr euch dort so ein bisschen abzuheben von dem Zeug, das man so ein bisschen hört? Also erstens mit den Riffs. Unser Gitarrist ist sehr innovativ und macht sehr ungerade Rhythmen. Man kann sogar fast behaupten, er hat ein Problem mit 4/4-Takt. Sehr gut. Ja, genau. Also nein, wir machen, also eben manchmal rutscht so fast ein bisschen Progressive Metal ab. Mhm. Und ja, und auch durch Texte. Da bin ich jetzt nicht der Profi. Wir müssen schon fragen, unsere zwei Sänger. Mhm. Er studiert Linguistik und durch das schreibt er auch mega geniale Texte. Okay. Die meistens eher so ein bisschen dystopische gehen. Genau. Hast du das Gefühl, Texte lost hat jemand noch? Nicht als Vorwurf, aber einfach so als Tatsache. Ja, ich denke, es kommt echt mega darauf an, wo du lebst. Also zum Beispiel in der Schweiz lässt kein Soul auf Texte. Das ist genau so. Wo einfach kein Soul Texte versteht. Ja. Vor allem im Metal ist es halt schwieriger noch. Mit den Screams und so. Aber ich denke schon, also es kommt oft schon nicht darauf an. Im Hip-Hop logischerweise. Aber eben in Amerika ja auch mehr als in der Schweiz. Wird auf die Lyrics gelöst. Ja, es ist schon so. Ich denke, wenn Leute auf Texte hören, ist es mehr so, wie der Text irgendwie in den Song hineinpasst. Rhythmisch und melodisch. Irgendwie, vor allem in der Schweiz. So, weil ich denke, dass irgendwie die alle so gut Englisch verstehen. Ich weiß es nicht. Ja, viele hören ja auch im Hip-Hop einfach auf den Flow und wie es tönt und so. Verstehe so ein, zwei Wörter von. Voll, ich glaube, das ist halt auch nicht der Grund, wieso dass dann Hip-Hopper Erfolg haben, obwohl sie eigentlich sehr schlechte Texte haben. Aber dort finde ich eigentlich wie auch schön, ich habe das Gefühl, Metal-Szene hat sehr ein höheres Niveau. Nimmst du das auch so wahr? Definitiv, ja. Voll. In der Metal-Szene sind häufig Leute unterwegs, die entweder selber Musik machen oder sich damit auseinandersetzen und daraus kommen. Nee. Und die haben dann auch ein bisschen einen Anspruch quasi. Weil es meistens nicht einfach als pure Unterhaltung oder im Hintergrund läuft, sondern... Voll. Man lässt es halt aktiv. Genau. Das ist der grosse Unterschied. Man kann fast nicht anders. Man kann nicht anders. Sehr cool. Was machst du sonst noch so? Neben Musik ist ja nicht alles, oder? Ja, Pumpe. Nein. Die schwierigste Frage apropos Pumpe. Was ist wichtiger, Brust oder Bizeps? Bizeps forever. ich gehöre zu den Bizeps-Typen. Das ist gut. Wie haltest du dich so fit während der... in dieser Zeit momentan? Was hast du für Tipps an Zuschauer? Ja, es ist schwieriger momentan. Ich tue mich gerne schlau mit meinen Kollegen. So ein bisschen Boxkampf, darum ist meine Nase so schön. Nein, ich probiere echt daheim natürlich ein bisschen zu trainieren, irgendwie so Hap-Klapp, wie es geht. Oh ja, fürs Gefühl, glaub, der beste Tipp, sich fit zu halten, ist Schlagzeug spielen, oder? Definitiv. Also. Leider haben momentan natürlich nicht wirklich Live-Shows, aber Live-Shows sind für mich immer ein krasses Workout. Aber auch Bandproben ist echt so ein bisschen Cardio-Training eigentlich. Das glaube ich. Und Bay. Das glaube ich. Stichwort Schlagzeug. Kommen wir nämlich auch schon zum heutigen nächsten Schritt. Und das wäre unsere Challenge. Und damit wünschen wir euch viel Spass. Ja, noch keine Ahnung, worum es geht. So, fangen wir doch an mit unserer heutigen Challenge. Seid ihr schon gespannt? Ja. Euch zwei betrifft es ja vor allem. Und zwar gibt es heute ein Drum Battle. Wir haben ja hier zwei Schlagzeuger. Aber a lot crappier, würde ich mal sagen. Drum Battle oder a lot crappier. Genau. Und zwar, ihr seht, es hat hier 5 Umschläge. Und jedem von diesen Umschlägen ist ein Handicap drin.
Ah, oh, nein. Ich habe letzte Woche mir die Mühe gemacht, einen Song zu komponieren, der so etwa 1 Minute geht. Ihr könnt dann auch schnell ein bisschen einstudieren. Und dann müsst ihr die mit dem Handicap spielen. Ah, ihr müsst jetzt hier zwei Umschläge auswählen. Und beide müssen dann den Track spielen. Also mit dem Handicap. Genau, einen. Und ich und der Noel, den werdet ihr dann noch kennenlernen, der Bassist von Anger in Defeat, werden dann judgen. Wer hat am besten gespielt? Weil ja Bassisten unter anderem auch die einzigen sind von einer Band, die auch noch ein bisschen Ahnung hat von Rhythmik. Ja! Also die einzigen, die überhaupt irgendeine Ahnung haben von Rhythmik. Jetzt kann man einfach einen nehmen, oder ja, was? Wer will anfangen von uns? Hey, fahr. Hast du? Der da hier sieht, der sieht scheiße aus, ich nehme nicht den. Okay, den da hier. Dann kannst du den mal auftun. Und dann in die Kamera reinhaben, das habe ich gesehen. Ich wollte ihn zuerst selber lesen. Nein. Verkehrt? Nein! Ich habe doch noch gesagt, ich wollte nicht verkehrt spielen. Fuck, warte, muss ich sagen. Also, ich habe einfach gehofft, alles, aber nicht nee. Den. Also, der Jesse muss heute links rumspielen und der Simon muss rechts rumspielen. Scheiße. Warum nur? Ja, verkehrt spielen. Ich habe doch gesagt, so nicht verkehrt spielen. Ja, es ist wirklich das, was ich am wenigsten drauf gehofft habe. Ja. So assi. Ja. Weil es nicht mehr, dass der hier spricht, aber schon an. Ich wette, das wäre echt der Geilste. Ja, definitiv. Aber ich will es nicht mehr rufen, du wirst so hässlich aussehen. Oh, versteht? Boxhandschuhe. Ah, oh, nein! Boxhandschuhe anhaben beim Schlagzeugspielen. Und somit sind wir gespannt und ich wünsche euch viel Spass bei der heutigen. Darum heisst es. Was soll ich sagen? Bei der heutigen. Challenge. Und darum heisst es Drum Battle by the Lot Crappy, oder was? Genau. Ah, nein, ich kann mir eine Scheiße, Alter. Ich dachte, das nicht
Das geht gar nicht. Das war spannend, hä? Ja. Wir haben hier noch einen neuen Gast bei uns, und zwar der Noel. Hallo. Er ist der Bassist von Anger and Defeat. Mhm. Und wir, also sagen mal, wir lassen uns mal das Malheur an von diesen zwei. Wir sind gut, wir sind stabil. Ja. Wir fahren einfach mit Dead Notes. Ja, also die Ghost Notes müssen auch schon ein bisschen sein. Ja, das ist, aber das ist gut gemeint. Ja, aber es ist nicht schlecht, weißt du? Ja, man merkt, es ist jetzt ein Simon-Take, man merkt, er probiert nicht viel zu machen, ja, sondern das, was er macht, ja, richtig. Ja. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Taktik. Er hat es versucht, gell? Das ist so geil. Hat mich auch nicht schlecht gedacht. Nein, es ist kreativ. Es ist sehr kreativ. Ja, es ist wirklich schwierig. Wie sieht bei dir so die Bilanz aus? Zu wem tendierst du? Wir müssen hier noch Siegern hören. Ja, da müssen wir jetzt Feedback geben. Das wird jetzt wirklich schwierig. Mhm. Weil ich muss sagen, rein vom technischen Können oder von Präsenz her, sie sind relativ ähnlich unterwegs. Also, cool. Ich muss sagen, weil ich ja aus einem sehr hochgebildeten Umfeld kommen und mir sehr oft mit recht progressiver und intensiver und auch technisch sehr hochwertiger Musik müssen auseinandersetzen. Mhm. Tendiere ich schon etwas eher zum Jesse. Zum Jesse? Ja. Okay, heisst, deine Stimme geht zum Jesse. Meine Stimme geht zum Jesse. Und wie sieht es bei dir aus? Spannend. Ich muss auch sagen, Simon hat mich sehr steady gedünkt. Mhm. Man merkt, er hat nicht das erste Mal in seinem Leben Boxhandschuhe an, oder? Vielleicht ist das auch ein Vorteil. Stimmt auch, ja. Trotzdem muss ich sagen, ich glaube, so über die Bilanz gerechnet, ist der Jesse und der Simon haben beide gleich viele Fehler gemacht. Ja. Nur hat halt der Jesse noch ein bisschen einen Pluspunkt gehabt beim Visuellen, wo er halt noch so ein bisschen eine gewisse, ja, fast comedianartige Performance hergebracht hat. Mhm. Und von dem her würde ich eigentlich auch sagen, dass meine Stimme zum Jesse tendiert. Ja. Und dann würde aber, mir sagen, aber man muss dazu sagen, beide haben einen sehr guten Job gemacht. Voll. Also und darum, wirklich, hey, Jesse, unser Sieger. Applaus. Woo! Jesse! Applaus, Sieger. Beide sehr gut gewesen. Komm her, Mann. Und Simon, ja, sorry, Digga. Also, ich gehe jetzt gerade rennen. Ich glaube, das war ein klarer Sieger bei unserer Challenge. Und gehen wir weiter, einen Schritt zum Song von Anger and Defeat, wo ich jetzt Simon noch etwas darüber erzählen würde. Das ist die neue Single, die ich vorher schon angetönt habe, die wir eben dann in einer Nacht aufnehmen. Und ich würde sagen, musikalisch ist es bis jetzt das Beste, was wir geschrieben haben. Und textlich ist es passend zum 2020, also es geht ein bisschen um Krise, das heisst da, der Song heisst Crisis. Genau, wir wollen eben, wie gesagt, nicht zu lange über das ganze Corona-Thema reden. Also hier spielt Anger and Defeat zuerst mal ihre neue Single und somit viel Spass! I'm
tönt wie Nickelback, Mann. Fuck off! Fuck that! Das war wieder ein Tag. Ein hässiger Tag, doch. Hässiger Tag. Sag nicht. Definitiv. Ich habe immer noch das Pfeife in den Ohren. Glaub, viel gute Musik. Deine Dose für die nächsten drei Wochen, würde ich sagen. Absolut. Voll. Und falls ihr auch wollt, dieser Band folgen auf Instagram, werden so anger-in-defeat. Ihr findet es logischerweise auf Spotify, YouTube und überall anders, wo man Musik hören kann. Discord Link in der Beschreibung. Genau, und gibt ihr das letzte Album, Paradox Demo. Ja, hört mal rein. Geht coole Sache. Ja, perfekt auch wieder zum Trainieren. Oder? Ja, also man sieht. Sehr cool. Ja, das wäre so gewesen auch. Und wenn es euch gefallen hat, bitte noch Daumen hoch. Und abonnieren. Und somit, merci vielmals, seid ihr dabei gewesen und schönen Tag noch zusammen. Oder Abend, oder was auch immer. Das ist vielleicht das könnte vielleicht Abend oder je nachdem. Ich frage mich schon, wo das sich, wenn das das Leute anschauen. Vielleicht ja so in Nacht, weißt? In Nacht um 9:30 Uhr, dann wir alle oben.